Hi Leute und willkommen zum nächsten Part von Grimdawn. Wir sind jetzt immer noch im Prison Dungeon, also in den Prison Dungeons, unter dem Prison von Devil's Crossing, und wir bekämpfen hier immer noch die untote Plage. Und ich bin auch immer noch dabei, wie man schon sieht. Ja, wie immer halt. Ja, aber das wäre echt Ja, die jetzt ist die eigentlich nächste so vor, so Episode. mitten im LP dann einfach mal so Part ohne den anderen zu machen, also. Du Also er meinst wahrscheinlich schon, nicht weil er so mich einfach hasst. varo-mäßig, einfach hardcore, wir sterben und ups, dann, tja, dann ist man raus. Wobei Ich das rufe ziemlich gleich. cool wäre. Oh, ein cooler Code. Brauchst du noch einen 20er Rüstung? Alter! Was Was? ist das denn? Was denn? Okay, das ist ein Two-Handed, aber 13 bis 83 Schaden. Ein Stab, glaube ich. Ich benutze den mal. Oder kann ich keine Two-Handed-Sachen benutzen? Weiß ich nicht, eigentlich schon. Aber du hast von mir keine Hände, also. Ah, okay. Ich kann ihn benutzen, weil ich nicht genug Physik habe. Aber ich habe genug. Ja, willst du ihn haben? Weiß ich nicht, zeig mal her. Ist very slow. Padded Breaches. Nein, das Scrap Metal Maul wäre das. Den kann ich benutzen. Da mache ich sogar mehr Schaden pro Sekunde mit. Ach, das sind auch Two-Handed-Schwert, okay. Ist das ein Two-Handed? Nee, One-Handed. Ja, Boah, den würde so. ich lieber benutzen, aber der hat Physik auch wieder höher. Noch ein Schwert oder was? Eine Alter, dein Keule. Schwert sieht geil aus, was du jetzt hast. Das ist nice, ne? Ich habe auch noch ein Ist das ein Belt Zweihänder? Ist mit. Was? das ein Ein- oder ein Ein Zweihänder? Zweihänder leider. Aber mit Okay. 35 Schaden. Mit bis zu 35 Schaden. Das kann weg. Mein Schild kommt dahin. Der kann weg. Den weiß ich noch nicht. Der kann weg. Der Belt kann weg. Zum Was Glück, hast wenn du? also wenn, wenn ich also ich habe ja so beim dritten Mal kritisch immer, dann mache ich einfach 200 Schaden mit der Waffe jetzt. Jetzt haben wir da Schönes gefunden alles. Oh, Handschuhe. 37er One-Handed, auch nice, aber minus 4 Mega. Damage per Second. Reinforced Grease, den nehmen wir auf jeden Fall mit, aber da muss ich noch einmal leveln, damit ich benutzen kann. Plus 12% Armor Piercing. Alter, meine Waffe hat jetzt auch plus 18% Armor Piercing. Ja, wo ist denn der? Oh, du bist bei mir komplett woanders auf einmal. Du hast dich weggeportet. Hier ist nochmal so ein Untouched Me, da könnte man sich auch nochmal aufladen, was du natürlich direkt machst. Ja, und hier unten geht es dann um die nächste. Bist du gerade da durchgegangen? Weil ich dachte gerade, du bist irgendwie so ein Portal gegangen, also Ja, auf ich jeden bin Fall. versehentlich da durchgegangen. Ich Bist du wusste nicht, jetzt? was es ist. Ich bin wieder Also. zurückgegangen gewesen. Gegangen gewesen. Das Gute ist an meiner Klasse, dass ich kann entweder mit dem Schild mein Stun machen oder mit dem Zweihänder. Also mit dem Zweihänder geht das auch und das ist ziemlich geil. Okay, die Waffe greift relativ schnell an. Also gefällt mir bisher ganz gut. Macht auch gut Schaden. Aber ich werde auf jeden Fall wieder auf One-Handed gehen, weil ich Two-Handed eigentlich nicht mag. Kannst du ja mit zwei Einhänder kämpfen, Mann. Ja, oder ich gehe halt auch noch mit dem Schild. Aber ich denke mal, ich gehe auf zwei Einhänder. Stimmt, das kann ich ja auch machen, das habe ich ganz vergessen. Na, dafür muss ich erstmal. Ich wollte vielleicht sogar bald mal ein Skyrim Let's Play starten. Aber mit Grafikmods und den ganzen Scheiß, die ich mir installiert habe. Jetzt habe ich nur was Gleichteil gefunden, was du hast. Nur halt noch mit Blutungsschaden. Alter, die Leggings sind auch richtig krass. 30 Armor. So. Ich glaube, hier müssen wir eigentlich gar nicht hin, oder? Ich hab keine Ahnung, Mann. Oh, du lässt ganz viel Iron. Okay, du lässt erstmal ganz viel Geld liegen. Ja, das Geld sehe ich. Also ich sehe das zum Beispiel nicht. Also ich glaube, das Instant Loot ist so, dass manches Loot kannst nur du sehen und manches nur ich oder so. Also so wie bei Diablo auch. Bei Diablo war es ja so, dass alles Loot getrennt war. Ich hab noch nie Diablo gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch nur das Let's Play geguckt, aber. Geht auch Bock, irgendwie mal Diablo 1 oder so zu Let's Was Playen zum oder so? Teufel? Was? Weil ich die Waffe gewechselt habe, sind meine Dingens weg. Meine was? Ja, meine Skills. Sicher, dass du Auf. nicht nach Z gedrückt hast aus Versehen? Ja.
Ich habe danach nämlich nochmal Z gedrückt, um zu gucken, ob ich nicht Z gedrückt habe. Und nein, habe ich nicht. Okay. Aber auch nur die auf rechts und links, die auf der normalen Leiste. Ja, das war schon immer so, als wenn man die Waffe gewechselt hat, dann. Boah, das wäre richtig nervig, da muss ich es jedes Mal wieder einstellen. Nein, ich glaube, du musst es immer nur einmal einstellen, also für beide. Okay. Also hast du jetzt deine Waffe von... Hast du jetzt W gedrückt, um die Waffen zu wechseln, oder wie? Nein. Weil, warum drückst du dann nicht W einfach? Weil dann kannst du dich für beide Slots festlegen. Könntest Stimmt. du zum Beispiel auf W drücken und halt deine Zweihänder da aussehen auf Ja, warte, mach ich kurz. So wie halt bei Titan Quest. Na, also hatte ich Titan Quest komplett vergessen. Ich glaube, ich werde gerade angegriffen. Ja. Die sind besser, aber dann komme ich ein bisschen weniger. Das ist aber egal. Denn Rüstung ist momentan wichtiger, weil. Ja. Wie viel Leben hast du? 334. Oh. 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 Wie viel hast du? 665. Alter. So viel Leben. Wie überlebst du den ganzen Scheiß eigentlich? Ich krieg wenig Schaden. Ich hab jetzt nämlich schon so viel Schaden, dass du gestorben wärst. Ich nicht, ich bin voll. Oh Gott, jetzt hab ich Ohrenschmerzen. Also ich stun die ganze Zeit ja auch. Also ich stun eigentlich durchgehend. Wenn du das nächste Mal eine Food Ration oder so findest, kannst du mir Bescheid sagen, obwohl ich level das wieso. Das ist ja auch wieder aufgeladen. Ich bin jetzt gelevelt, dann skill ich jetzt nochmal. Hier was rein. Hier was rein. Da was rein. Du levelst einfach. Oh, hier oben ist ein Bossgegner. Oh, und er hat mich gefokust, okay. Ich war zwar nicht mal oben, aber er hat mich gefokust. Ready? Oh, der war ziemlich schwer. Ich mach jetzt mit den kleinen neben ihm platt. Den habe ich einfach die ganze Zeit mit meinen Stun-Jackets gestunt und bin dann immer abgehauen. Also ich habe immer mein ganzes Gister reingehauen. Also der ist wirklich ein bisschen stark. Also ich glaube, den sollten wir gar nicht machen, weil das wieder weg. Obwohl, den könnten wir schaffen sogar. Ich war ja fast tot. Oh, ich bin tot. Ich noch nicht. Ich habe es auch gar nicht mitgenommen. Und man kann ihn nicht stunnen. Machst du mir ein Portal auf? Date, glaube ich, ja. Okay, die sind ein bisschen schwierig auf der Karte zu erkennen. Man kann ihn eine Sekunde lang stunnen. Er hat mich und ich hab ein bisschen mehr Leben, also. Mach was. Mach ich. Oh fuck, oh fuck. Er ist gleich tot. Ist tot. Ich kann gar keinen Halt reinnehmen. Gut, dass ich nicht looten kann. 24 macht Cold. Ich kann nichts looten. Wieso? Keine Ahnung. Da liegt bei mir auch nichts. Ja, bei mir liegt da noch ziemlich viel. Was denn? Geld, ein Copperband, ein Tunica of Fox. Ziemlich viel halt. Hä? Okay. Was hast du für Hosen? Hosen habe ich 30er. Okay, gut. Schuhe? Schuhe habe ich 12er mit Health und Movement Speed. Willst du 18er ohne irgendwas? Ne, ich habe 36er. 36er ja. Schuhe. Ja, die habe ich gerade. Ich habe gerade noch meine Handschuhe angelegt, dadurch habe ich noch ein bisschen mehr Physik bekommen, das kann ich die anlegen. Da hat mir noch 2 gefehlt oder so. Okay, dann haben wir das auch. Was? Ich kann die Waffen immer noch nicht benutzen? Oh, fuck, Alter, dafür muss ich nur 2-mal Physik skillen. Scheiße. Was willst du benutzen? 2 Einhände. Light Armor. Schlechter Helm. Also das Ausrüsten wird bei mir zumindest immer ziemlich lange dauern. Ich habe jetzt einen anderen Belt. Merke ich schon. Ich habe hier nur alles geschlacht, was ich gefunden habe. Hier ist noch dein Grab. Ach, Gräber gibt's auch wieder, okay. Ja. Inventar.
Guck mal kurz, wie lange wir noch haben. Wir sind bei 10 Minuten. Okay. Sogar direkt 10 Minuten genau gewesen. Oh, mein Inventory ist voll. Collect 4 Ether Crystals for. Das haben wir sogar schon. Da liegt noch was, kannst du es aufheben? Was denn? Close Cap, Leather Pants, Patchwork Leggings oder Scrap Metal Bolt Action Rifle. Okay, liegt noch ziemlich viel. Ja, was soll ich davon aufsammeln? Das ist mir doch egal. Ich dachte, da liegt weniger. Bei mir liegt da nämlich weniger. Das kann ich auch nicht mehr tragen. Boah, ist das unglaublich nervig. Port schon mal wieder zurück nach Devil's Crossing. Ja. Haben wir jetzt hier fertig oder müssen wir noch irgendwas machen? Ja, also ich habe da gerade oben noch alles getötet. Du kannst okay. Du durchgucken, falls ich hier noch was kurz fehlt. Erkunden. Und dann port ich auch zurück. So. Unter dem Knast hatten wir auch alles, ne? Ja. Okay. Glaube ich zumindest. Gut, dann gehe ich jetzt mal kurz verkaufen. Nein, ich habe meine Waffe verkauft, fuck. So, return to Barnabas. Also für Barnabas mussten wir gerade nach unten da gehen, um, ich glaube, wir mussten das Vieh sogar töten. Okay. Das mit den Quests, also steige ich auch nicht so komplett durch. Ich gebe jetzt nochmal Kappa auf das ab hier. Quest bei drauf. I feel stronger. Wir haben 1 Glückpunkt bekommen durch die Quest. 27. 37, 34, okay. Wir haben einen Skillpunkt gekriegt. Ja. Gut, das gefällt mir doch immer. Ach scheiße, brauchst du einen 20er Helm? Was? Nee. Ach scheiße, Spirit. Ich habe eine Magikerrobe gefunden. 25 plus 11 Cunning plus 10 Sprite. Defense Ability und Energy Regeneration. Also Devil's Crossing ist gegen uns. Uns gegenüber schon mal tolerated, also die mögen uns ja schon mehr. Ich glaube, da kriegen wir auch, sind doch die Händler billiger. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Factions hier ist. Also. Oh, wir haben jetzt zwei Inventare. Oh, ja, stimmt. Okay, ich bemerke. Ja, ich auch nicht. Gut, ja, exakt. So, wo bist du? Wo müssen wir hin? Achso, du bist auch hier. Oh, ich sollte mir vielleicht mal ein paar Energietränke kaufen. Okay, wir können jetzt noch Bourbon. Wie viel kosten die? 175? Ich hab mir bei meinem Level 28er Charakter nie einen Energietrank gekauft und ich habe die auch so gut wie nie benutzt, außer in ein paar Endquests. Heiltrank meine ich. Ja, so. Jetzt müssen wir hier mit dem reden, das ist unser Hauptquest. Der ist cool. Und der hat Weinregale. Accept. Wo sieht man, wie die uns finden? Was? Wo sieht man, wie die Leute uns finden? Unter Factions dein C-Menü. Okay. Factions? Ah, Devil's Crossing, tolerant. Tolerated. Ja. So, dann müssen wir jetzt, gucken wir mal auf die World Map, da übersieht die Quest gar nicht. Naja, aber wir können trotzdem schon mal nach Burial Hill porten, weil da müssen wir den ganzen Weg dann nochmal hinlaufen. Wo ist Burial Hill? Zweite Portal. Das ist aber lauer Crossing Rift. Ja. Dann geh halt dahin. Haben wir hier schon? Ja. Okay. Ja. Okay, ich folge dir einfach mal. Rotten Soldiers, die müssen wir halt in irgendeiner Indie oder so töten. Find Crossroads in Burridge Estates, das ist. Burridge Estates ist, glaube ich, das letzte, was wir hier bekommen. Ja. Das ist ganz oben, das ist eine spätere Quest, Secure the Portal in Birch Village. Da müssen wir nach hier etwa, glaube ich. Also es geht auch noch ein bisschen. Das nächste wäre dann Sister's Gift. Oh, warte mal. Was machen diese ganzen anderen Sachen? Hä? Ich guck gerade nach, was diese ganzen anderen Sachen machen. Der Unterskill von Quickjacks. Okay. Minus Radius, was? Kannst du es nicht nach der Aufnahme machen oder so, weil... Ich bin am Skillen. Ja, okay, bin fertig. Ich wollte eigentlich nicht so die ganze Aufnahme dafür verschwenden, so zu warten, dass du skillst oder so. Weil ich würde sagen, wir gucken dann immer so
in etwa, was wir skillen werden, damit wir nicht mal so lange brauchen, weil ich glaube, es ist auch nicht so spannend, dazu zu gucken, oder? Nee, nicht wirklich. Was, 111 Schaden? Nur? Voll viel. 199, 115, 300. Hier, du lässt ja auch die ganze Zeit deinen Crit anzeigen. Ja, also der zeigt nur den Crit-Multiplier an, also wie viel Schaden. Achso, du hast inzwischen ja auch so eine riesige Waffe. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Ja. Und ich mache ja auch immer noch so, ich critte ja auch noch mit jedem dritten Schlag. So, hier waren wir glaube ich schon, ja. Dann würde ich sagen, ging das mal hier ein Stückchen hoch. Die Rift Towns gibt es auch noch als sowas, kannst du dir als Okkultistin noch später beschwören. Und ich hatte auch noch irgendein Item, was das macht. Okay. Also da kriegt man so zeitweise so ein Hundi oder halt bei meinem Beschwörer hat man halt darauf so ein Hundi gehabt. Ja. Ich weiß nicht, lohnen sich die Viecher dieses Mal denn? Nicht so wie ins in Titan Quest. Ich weiß nicht, also. Die machen eigentlich schon ganz gut Schaden und da pullen auch manchmal Aqua, aber es ist nicht so sagen, dass ich würde es nicht sagen, dass man die unbedingt braucht. Also wie ein Titan Quest. Der Okkultist hat auch ein 4 oder dass du Gegner mehr Schaden hast, also der Okkultist ist eigentlich eine geile Klasse. Und Food Creation. Ja, die können wir beide aufsammeln anscheinend. Ja. Aber die eine Food Creation, die du aufgesammelt hast, konnte ich nicht aufsammeln. Okay. Hier links ist noch eine Höhle, wo wir rein könnten. Ist gerade irgendwie nur eine Schockwelle. Hast du einen Transmuter hießen die, stimmt. Hast du den geskillt, weil du hast glaube ich mehr Stunjacks geworfen. Nein, sind 3. So sah nur so aus. Hier die Höhle, wollen wir da reingehen? Transmuter wollte ich überlegen, ob ich die skille und hab dann aber erstmal abgewartet, weil du meinst, hier komm weiter jetzt. Ja, ist auch besser. Ich mach so 60, 70 Schaden durchschnittlich. Ich mach so 100 durchschnittlich bei denen jetzt. Ja, dafür greifst du halt auch langsam an, als ich. Ja. Oh fuck. Komm, du seid verwirrt. Ich bin gelevelt. Ich habe gerade mein Leben gerettet, ein bisschen. Na, hier ist der Bossgegner von denen. Ja, der kann mich gerade mal am Arsch lecken, Alter. Ich bin bei 179 Leben, ich krieg gerade Schaden. Ich bin vergiftet, warte mal. Ja, das stimmt, das war das Gift hier. Also, das hier ist so eine vergiftete Höhle und da darfst du halt nicht in diesem Nebel stehen, weil der Nebel macht Dauerschaden. Schön zu wissen, ich habe übrigens den Typen in der Backe. Mach ja, Pulli macht die Insel hier drauf, weil du stehst gerade in so einer Pisse drin. Glaube ich. Hier auf diese Insel drauf, da ist das nicht. Er will nicht. Und hier kann man ihn aber auch gut treffen. Was gab's da gerade? Oh, richtig geiler Helm, Alter. Aber halt kann ich nicht benutzen. Die Hose habe ich immer noch. Dann nochmal schnell skillen. Das Ding ist schlechter als meins. Alter. Magic One-Handed, 39 Schaden, 128 Physik. Habe ich. Ich nicht. 144 Physik schon. Alter. So, das hier war aber nur so eine kleine Höhle, also hier war keine Quest drin und ja. Gut, der Helm braucht rund 112, ey. Die Schuhe habe ich schon bessere, also gleichwertige an. Ich bin hier mal in so einer Säurepfütze gestorben, weil ich nicht wusste, dass das eine Säurepfütze ist. Ich bin hier mal in so einer Säurepfütze gestorben. Ah, hier ist ein Junkpile, hier ist noch ein Scrap. Auch noch mit, dann können wir auch wieder rausgehen, würde ich sagen. Ja.
Jetzt dürfen wir noch 5 Minuten haben. Eine. Oder? Nein, nichts. Gar jetzt keine. Ist Feierabend. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.